Mein Name ist Martina Brunner und ich bin Schuldnerberaterin bei der Schuldnerhilfe Oberösterreich. Im heutigen Video erfahren Sie, was ein KSV-Auszug ist und ob man Einträge darin löschen lassen kann. KSV, das ist die Abkürzung für den Kreditschutzverband 1870. Eine Aufgabe des KSV ist es, Informationen über die Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit von Personen zu speichern. Die Einmeldungen von Gläubigern passieren dahingehend freiwillig und die Einträge werden natürlich nur Unternehmen mit rechtlichem oder wirtschaftlichem Interesse zur Verfügung gestellt. Ziel ist stets die Risikominimierung, weil Bankenunternehmen Zahlungsausfälle vorbeugen wollen. Das heißt, der Eintrag im KSV-Auszug bietet einen gewissen Gläubigerschutz. Was bedeutet das nun genau? Im KSV-Auszug werden in verschiedenen Bereichen Einträge gespeichert. In der Konsumentenkreditevidenz, in der Warenliste und in der Warenkreditevidenz. Jeder in Österreich gewährte Konsumentenkredit wird in der Konsumentenkreditevidenz gespeichert. Inklusive Personen- und Kreditdaten, gegebenenfalls auch inklusive Kredithöhe, Ratenhöhe und Dauer des Kredites. Erst nach vorgegebenen Löschfristen werden die Daten gelöscht, wenn Sie den Kredit also vollständig zurückzahlen, 5 Jahre nach Erledigung. Wenn Sie den Kredit auf andere Weise tilgen, zum Beispiel durch eine Abschlagszahlung oder ein Schuldenregulierungsverfahren, erst 7 Jahre nach der letzten getätigten Zahlung. In der Warenliste machen Banken untereinander auf Kunden aufmerksam, die mit der Zahlung einer fälligen Forderung bereits in Rückstand geraten sind, das heißt, die Verträge nicht ordnungsgemäß eingehalten haben. Auch hier gibt es vorgegebene Löschfristen. Diese beträgt 3 Jahre, wenn Sie die Forderung vollständig zurückzahlen und wenn Sie die Forderung auf andere Weise tilgen, durch eine Abschlagszahlung oder durch eine Schuldenregulierung, ebenso 7 Jahre nach der letzten Zahlung. In der Warenkreditevidenz machen ebenso Unternehmen, das können Versandhändler sein, Handyanbieter, Internetprovider, auf Kunden aufmerksam, die mit der Bezahlung in Verzug geraten sind. So lassen die Firmen untereinander von den eigenen Erfahrungen profitieren. Bezüglich Löschfristen gilt, je früher Sie eine Forderung erledigen, desto früher beginnt auch die vorgegebene Löschfrist zu laufen. Wenn Sie weitere Fragen zum KSV-Auszug oder zu einer Schuldenregelung haben, kontaktieren Sie uns. Anbei unsere Kontaktdaten.